Servusle, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Arg mit Voucher und mit dem Alderle. Wir sind ja noch nicht wirklich weit gekommen beim letzten Mal, aber wir haben auch noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Hier war gerade kurz. Leute, hier ist der Ort der Stille. Hier kannst du in dich gehen, keinen Schritt weiter und. Und? Dedem. Hier ist irgendwie wohl ein Loch drin, was den Sound angeht vom Redwood. Egal, wir hauen jetzt sowieso hier ab. Wieso ist denn der da oben? Weiter geht's. Nächste Etappe ist auf jeden Fall die alte oder aktuelle Kombihöhle. Sind eigentlich noch alle hier an uns dran gehängt? Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, Leute. Ich will über die Highlands gehen. Also da vorne gehen wir direkt hoch. Wir gehen am Turm vorbei, schauen vom Turm nochmal über die Lande. Ich will auf jeden Fall schon mal Karotten, Kartoffeln ein bisschen einsammeln. Und wenn wir Glück haben, kam nämlich ein Hinweis in den Kommentaren, finde ich auch ein ganz kleines bisschen Seide. Wenn wir jetzt da oben entlang gehen, dann haben wir nämlich schon ein bisschen die ersten Sachen gefarmt. Wir werden auch, wenn wir dann Richtung Vulkangebiet aufbrechen, Ausschau halten nach Raw Mutton. Das darf ich nicht vergessen, Leute. Die Farmliste, die liegt hier irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Oh, die Sattel habe ich auch dabei. So, wir flitzen jetzt erstmal hier rüber, würde ich sagen. Und ich beobachte von hier oben ganz stark das Geschehen unserer Karawane. Guck mal, das blaue Licht, wie es am Strand aufblitzt. Wo sind die Bären, Leute? Das gefällt mir eigentlich nicht so, dass die Bären so. Jo, ich sehe die längste Zeit nicht. Wir müssen nochmal gucken. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ich freue mich total, ne? Also, nächste Etappe ist jetzt. Au, Alter! Die Bären. Soll ich die Bären umhängen? Wenn ich die Bären an den Tyrannosaurus hänge, soll man das machen? Soll man das machen? Ich weiß nicht, wir können es ja probieren. Jetzt ist ja noch alles wurscht. Ich probiere es mal eben, Leute. Barry. Oh, weißt du was? Jetzt gerade im Moment Barry. Und wie habe ich denn das geschrieben? Barry. Und jetzt holen wir uns noch die Marie. Barry und Mary. Du müsstest ja Weible sein, ne? Bist du Weible? Ayo. Es war jetzt gerade eingefallen. Barry und Mary. Das kann ich mir nämlich am besten merken. Options. Name ändern. Und. Also nicht Angst haben jetzt, dass ich hier die Namen alle allein vergebe, ne? Ganz klarer Fall, Leute. Das nächste Voting wird kommen. Ich will jetzt nur mal die Tour machen. Vielleicht finden wir unterwegs ein Tier, das wir voten können. Oder. Auf dem Rückweg eins, unser erstes Baby. Es warten ja noch so viele Sachen auf uns. Ne? Und wir haben Zeit. Also bitte nicht stressen, weil ich gehört habe, wann gehen wir denn nicht los? Wann gehen wir denn nicht los? Wie lange brauchst du für die Vorbereitungen? Leute, was ist da los? Ihr wisst doch, wer ich bin. Ne? Ich brauche immer mal Zeit. So, T, Mary und Barry. Alles klärle, weiter geht's. Ist ja auch, wie gesagt, gerade eine super Kombo. Guck mal, jetzt sehe ich die Bären auf jeden Fall am Bobo vom Rex. Die zwei anderen sind eh ein bisschen langsam. So ist gut. Benno, habe ich dich eingesammelt? Habe ich der Benno eingesammelt? Jo, Benno ist auch da. Alles klärle. Ah, wir werden auch ein ganz kleines bisschen Öl farmen. Wirklich, Leute, ganz gemütlich. Auch wenn wir die Stellen hier alle schon kennen. Wir kommen ja jetzt dann in neue Regionen. Und es wird einen längeren Aufenthalt geben auf dieser Reise. Ihr müsst euch so vorstellen, wir machen einen großen Urlaub mit verschiedenen Reiseetappen. Die erste größere wird die neue Kombihöhle sein. Da richten wir uns ein, da bauen wir ein bisschen. Da schauen wir, dass alles schön ist. Kummer. Und jetzt gehen wir erstmal in die Kombihöhle, den Ding umbauen. Ich werde auf jeden Fall unten eine Etage rausnehmen. Das haben wir eine Etage, zwei Etagen. Wenn ich es oben so lasse, wie es ist, da bauen wir uns noch zwei Rampen hin. Passt, damit die nicht rausglitschen unten, ne? Weil wir laufen über Stock und Stein und ruckzuck. Ich kann ja nicht nur nach hinten gucken, sonst werden wir nie ankommen. Deswegen, was haben wir denn da hinten? Da sehe ich irgendwas, da sehe ich irgendwas, Leute. Blümsche, Blümsche, wer bist du? Die haben wir auch noch nicht gezähmt, ne? Wären 130er. Und die Chris hat geschrieben, es gibt gerade ein Event. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei mir im Singleplayer tatsächlich auftaucht, dass man hier einen speziellen Rex findet und irgendwelche Stellen, die man abbauen kann. Ich halte mal die Augen ein bisschen auf, wenn ich irgendwo drüber fliege, Leute. Was das Event angeht und ich übersehe, sagt mir bitte den Hinweis, gerne auch mit Zeitstempel, damit ich das mitnehmen kann. Weil ich weiß als nie, wann die Events für einen Singleplayer auch da sind und wann nicht, ne? Wäre schon schön, auch mal sowas zu erleben. So, wer hat denn geschrieben, dass hier in diesen Blumenfeldern sind wir noch alle zusammen? Barry, Mary, Rexona? Die zwei benamen wir auch noch. Vielleicht nehme ich wirklich links und rechts, Leute. Von den Paraseer, ne? You don't know da-da-di-hi. Irgendwie habe ich im Hintergrund Musik, weil bei mir ist dieses Fest, wer jetzt schon über ein Jahr dabei ist, der erinnert sich bestimmt, dass ich mal eine Folge gehabt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gezockt haben. Dass ich gesagt habe, jo, da ist gerade Festle, ne? Also heute müsst ihr gucken, wenn im Hintergrund Musik ist, dann ist die nicht vom Spiel. Das ist genau dasselbe Fest, ist wieder, es jährt sich gerade alles, Leute. Es jährt sich, und zwar mit J, ne, mit Yeah, ne? Yeah, es jährt sich. Ich schwaller natürlich wieder meinen Haufen zusammen hier, ist doch klar. Was ich immer noch nicht so richtig hier rausgefunden habe, obwohl wir schon ganz, ganz oft hier rumgesessen sind. Wir gehen da hinten hoch, da hinten oben müssen wir hin. Da hinten oben müssen wir hin. Schalali und Schalalalümle.
So, hier sind doch Felder. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ich würde schon gern ankommen. Ja, jetzt wird es auch noch gleich dunkel. Sind noch alle da? Barry, Mary, Larry könnte man den Sohn nennen der Bären. Larry. Guck mal, wie die jetzt da rumtappen hier. Geile Geschichte. Vor allem mir gefällt ganz gut der eine Paraseer. Nicht der mit dem blauen Licht, sondern der hinten dran mit dem Feuer, ne? Das sieht super aus, wenn der läuft und die Feuerbrunst da hinten dran rumschwallert. Finde ich super gut. You don't know, da-da-dim. Schöner Brondo, ich grüße dich. So, man wurde natürlich auch hier, beziehungsweise in den Kommentaren, Warnungen ausgesprochen. Voucher! Denk an die Gigaspots. Hier, sind sie das? Ist das Seide, Leute? Ist das Seide? Ja, da ist Seide dabei. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Sammle ich jetzt gleich ein bisschen ein für die Wüstenrüstung, ne? Seide, Meide. Liebe Meide, kleide dich in Seide. Du bist so wunderschön anzusehen. Was ist los mit euch zwei? Einer? Wo ist dein Kollege? Wo ist der zweite Paraseer? Wo ist der zweite Paraseer hin? Hä? Alterle, du machst mir Spaß. Du machst mir Spaß. Ich muss auf jeden Fall umbauen. Guck mal, was der jetzt für einen Weg genommen hat hier. Schön. Schön zusammenrotten, Leute. Ich sammle Seide. Das machen wir jetzt einfach, weil Seide für die Wüstenrüstung zum Reparieren können wir uns erlauben, hier kurz ein Rasting zu machen. Wenn wir nicht schlafen, schlafen wir nicht. Aber die Kacker sammle ich nicht ein. Das können wir daheim machen. You don't know, das ist Seide. Danke für den Hinweis an der Stelle nochmal. Ich hatte ja tatsächlich im letzten Video gefragt und mich gewundert, wo wir Seide kriegen. Wupp, habe ich eine Antwort und schon sind wir dabei, es zu farmen, Leute. Hammer. Steht zwar nicht auf der Liste, ist jetzt aber auf jeden Fall was, was wir einräumen. Wir machen das mit den Bären, die schmeiße ich gleich raus, dass die Tiere nicht in Überlast geraten. Wie viel Seide haben wir denn auf diese Art und Weise jetzt schon gesammelt? Ist es Seide? Pflanzenspezies Y-Samen. Aha. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich schon gesagt, dass ich es nicht gewusst habe? Entschuldigung. Jetzt haue ich das hier alles mal weg. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben alles eingelagert. Ich will es nicht über... die Narkobären hätte ich vielleicht aufheben können. Egal, egal. Ja, komm, ich mache auf jeden Fall 100 Seide, würde ich sagen, klar. Wo sind die Narkobären? Jetzt will ich sie wieder haben. Ihr tät gerne meine Narkobären wieder haben, dankeschön. Weil die können wir nämlich oben reinschmeißen, dann machen wir gleich Betäubungsmittel, verstehst? Oder sollen wir uns Zement anreichen? Wir sollten vielleicht Zement durchmalen. Machen wir gerade mal die paar Narkobären, die ich jetzt hier pflücke. Und dann bauen wir ein bisschen Zement noch. Wir müssen ja in der Kombihöhle einiges bauen, ne? You don't know what I'm deal. Ich kenne den Text, ne? Das ist so bescheuert mit mir. Ich kenne nie die Texte. So, wer von euch Jungs hat denn hier die Maschine? Lass mal gucken. Jo, du hast die Maschine. Du hast die Maschine, mein Freund. Langsam. Was ist denn eigentlich hier los? Das ist ja eigentlich für Holzkohle hier, ne? Das ist für Holzkohle. 605 Holz. Passt Wunderbärle. Passt Wunderbärle. Hier. Also, 100 Narkobären. Es ist nicht wirklich viel, aber es ist mehr als nichts. 100 Narkobären. 1 zu 5. Wir haben hier überhaupt verdorbenes Fleisch dabei? Ich glaube schon. Irgendwo haben wir bestimmt einen Brocken. Verdorbenes Fleisch. Rexona, unsere liebe Rexona hat verdorbenes Fleisch ohne Ende. Hau mal durch, ne? Wunderbar, kannst du alles während der Reise machen. Jetzt gehen wir in die Kombihöhle. Ich drück mich so ein bisschen davor, ich kann es ja zugeben. Nicht runterstupsen. Nicht runterstupsen. Guck mal, wie schön die alle angeordnet hier sind. Wir hatten da jetzt gequietscht. Ich hoffe, das war der Benno. Benno, singst du? Muss ich jetzt echt hier im Dunkeln rumeiern oder wird es schon hell? Ja, es wird gleich hell. Also, wie viel Seide haben wir denn jetzt, Alterle? Lass mal reingucken, hau mal die Dinger weg. Das machen wir auch weg, das machen wir auch weg und auch weg. 109 Seide. Unser erstes kleines Famimami. Jetzt weiß ich gerade, wo ich bin. Wo ist denn das Türmle? Hier ist der Turm, da müssen wir da hinten lang. Ich würde aber sagen, wir gucken hier mal, fliegen mal ein bisschen tiefer wie sonst. Vielleicht kommt sie ja irgendwo an Karotten vorbei. Ja, und ich erinnere mich an die ersten Folgen. Wisst ihr es noch, Leute? Oh, wir finden keine Karotten. Oder da stehe ich die ganze Zeit drauf, ne? Ohne euch hätte ich es nämlich gar nicht gecheckt damals. Ein paar Karottlern haben wir gesammelt, Leute. Wir haben zwar welche mitgenommen, aber, man kann ja nicht genug haben. Ich habe echt vor, noch ein paar Tiere zu zähmen dann. Und es wird hell. Fackel weg. Jo, guck mal hier, da wollte ich nämlich hin. You don't know Karotti Marotti. So, komm, wir machen mal hier Rast. Fackel raus, ich sehe tatsächlich noch nicht wirklich viel. Nehmen wir ein bisschen mit einfach, Leute. Warum nicht? Dafür sind wir unterwegs. Also, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht in die Höhle hintere stressen, dass wir da morgen jetzt gleich loslegen. Wenn das 3 Tage dauert, bis wir dort ankommen, Hauptsache wir kommen an und so weiter. Ihr kennt mich ja, ne? Ganz gemütlich. Ich schreibe es auf jeden Fall auch immer in die Videobeschreibung, was wir so in etwa machen. Falls jemand jetzt sagt, oh ja, ich habe momentan wenig Zeit. Mir ist lieber jetzt, wenn wir dann an der Höhle sind.
guckt ihr einfach in die Videobeschreibung, da kriegt ihr einen Überblick, das mache ich für euch. Und dann könnt ihr zuschalten, wie es euch beliebt. So halten wir das hier bei uns, ne? Mir wäre es natürlich trotzdem persönlich, finde ich schon toll, wenn ihr alle Folgen anguckt. So ist es nett, Leute. So ist es nett. Ich verstecke ja auch immer geheime Momente in so Folgen, ne? Stimmt nicht, aber mir passieren ständig welche. So, meine Lieben, wunderschön. Jetzt genießen wir noch so ein ganz kleines bisschen die Highlands, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit. Raw Mutton ist wichtig. Das farme ich jetzt alles noch ab, Leute. Kartoffeln jetzt nicht so, aber Carrots. Carrots, wilde Karotten, kommt zu mir. Ich stehe auf euch, ich sage es hier. Offen und ehrlich, wie ich bin. Ich brauche Karotten in meinem Bin. Preserving Bin, Alter. Was ein Reim sogar mit Englisch. Entschuldigung, jetzt war wieder so ein Moment, ne? Ich sag's momentan immer noch dazu, weil ich selber so überrascht bin, dass diese Momente der freien... Weißt du, ich bin dann so weg. Falsche Richtung. Ich bin dann so weg, so, jo, voll drin. Ich weiß irgendwie im Unterbewusstsein, ihr seid da. Und irgendwann wird's mir dann bewusst, dass ich mich verflogen habe. Wie kommen wir denn jetzt hier über den Hang drüber, ohne Theater zu machen? Da drüben, würde ich sagen, ne? Wo sind unsere Tiere, Miri? Tiere. Was ist los? Habt ihr keinen Bock oder kennt ihr den Weg besser? Ich glaube, die kennen den Weg besser, ne? Hängen die jetzt hier in den Ruinen fest? Das ist ja total mies. Ach, der Rex macht hier so ein bisschen durcheinander. Dann komm, dann gehen wir halt hier lang. Wir müssen nur da hinten hoch. Ja, kommt mit. Schöne Karawane haben wir uns zusammengestellt, Leute. Wirklich, ne? Finde ich super. Die Bären, das gefällt mir gut. Dass wir einen Rex dabei haben, finde ich super. Und die zwei Blinkeminke. Blinky und Minky. Was, hey, wie wär's mit Blinky und Minky? Aber er blinkt ja nicht mehr, ne? Die zwei Bärenpaar ist alles da. Da gehen wir hoch. Genau die Stelle habe ich gesucht. Kurzer Blick in den Karottenvorrat. Das haue ich wieder raus, Leute, ne? Das mache ich einfach raus. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das haue ich raus, das haue ich raus. Sagte auch schon der Klaus. Schön, 200 Karöttlen. Oh, da fällt mir ein, ich habe die Farmeinstellungen gar nicht überprüft. Ich kann momentan nicht sagen, auf welche Einstellung wir unterwegs sind. Könnte es sein, dass wir ein bisschen über 5 Grad sind sogar. Weil 200 Karotten mit 10 mal bücken. Ja, kommt hoch. Kommt hoch. Der Bronto guckt schon ganz neidisch und denkt, ha, mit mir hättest du eine viel schönere Plattform dabei gehabt, Voucher. Holen wir uns noch Brontos. Es kommt ja irgendwann der Hauptumzug in den Canyon. Und da will ich tatsächlich dann auch Sachen mitnehmen aus dem Redwood und wieder aus der Höhle. Und dann werden wir mit dem Bronto auf jeden Fall vielleicht das machen. Vielleicht zähmen wir uns den zum Einstand fürs neue Gebiet oder so. Guck mal hier, das sammeln wir jetzt noch ein. Was wir haben, haben wir. Was wir nachher übrig haben, können wir auch verwerten. Es geht ja bei uns nichts kaputt. Nehmen wir auch mit. So, das ist das, was ich machen wollte. Darauf hatte ich Lust und es gefällt mir jetzt schon ganz arg, hier mit euch einfach zu farmen. Eine Farmrunde, gekoppelt an einen Umzug, gekoppelt an die dritte Kombi-Runde, die uns noch bevorsteht. Neues Gebiet in Besitz nehmen. Tipp von euch, alles harmonisch, finde ich. So, das reicht jetzt. Jetzt können wir durchbrechen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich heute noch, die Kerle hier umzubauen. So, da gehen wir jetzt durch, aber langsam. Wir machen das langsam und gemütlich. Ich sehe keinen Grund für einen Speed-Up momentan, Leute. Ganz gemütlich und gechillt, oder? Jo, ich find's schön. Wo war denn jetzt nochmal die Höhle? Ich glaube, wir müssen da runter. Ich wollte auch hier ganz kurz nochmal bei der Traudel vorbeischauen. So zum Gedenken der Traudel, wer sich erinnert. Unser Tierle, was gestorben ist damals. Wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich viele Tiere verloren, die einen Namen haben, ne? Wir haben uns die immer schön geschont und geschützt. Haben aufgepasst, dass nicht so viel passiert. Sind die noch alle zusammen? Ich sehe meine zwei Höckermöcker. Schon wieder ein neuer Name. Höcker und Möcker. Höcker und Möcker. Kamele gibt's keine, ne? Ich liebe Kamele, Leute. So, warte mal geschwind. Land mal eben hier. Ach, guck mal hier. Ich renne da oben rum und farm. Guck mal. Guck mal, direkt vor der Hütte. Direkt vor der Hütte, Mütte. Au, heute ist der Reimer dabei. Heute ist der Reimer dabei im Vouches. Schum, die dumm. Nehmen wir alle mit. Nehmen wir alle mit. Kann nicht schaden. Alter, heute bist du aber vom Farm-Ding her nicht ganz so der Wildi-Mildi. Sorry, es tut mir leid, ich habe heute voll den Reimflash. Hier, Traudel. In stillem Gedenken an unsere gute alte Traudel, unser Allosaurier-Mädle. Ah, die damals starb, als ich mich so gefreut habe, dass die Faultiere so knuffig sind, ne? Die Arme, die hat es damals aushalten müssen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich würde sagen, Karawane hier abstoppen, die haben ja alles. Die sind ja autark, die sind ja für sich. Diese Gruppe braucht nichts, ne? Die hat alles. Wir öffnen die Tore in unser kleines Paradies, unsere erste Behausung, die wir einst hatten. Schön, ich erinnere mich so, Leute. Ist ja noch nicht so lang her. 100 Folgen. Ist das nicht schön? Schnappi. Schnappi? Schnappi, müsste ich die eigentlich, wie sieht es denn eigentlich mit denen aus, wenn die hier so rumstehen?
1 Killpunkt ist nicht viel, ne? So, die Karawane ist draußen. Jetzt muss ich mich erstmal hier ein bisschen akklimatisieren. Eier zählen. Jetzt müssen wir auch überlegen, ob ich den Eierkollektor vielleicht doch mitnehme. Den habe ich nämlich nicht gebaut gebracht. Warum habe ich den nicht gebaut? Ich muss gucken. Das ist er hier, ne? Elektronik hat gefehlt. Ne, wir machen Elektronik an der neuen Kombihütte. Wir lassen das Zeug hier und dann holen wir uns hinten alles ran. Jetzt pass auf. Ja, genau. Nummer 1. Ich will ja tatsächlich einen Agi hier lassen. Die sollen jetzt nicht unbedingt über die Map geschleift werden, auch wenn sie besser sind. Ist mir bewusst, dass der Agi besser ist. Ich werde aber zum Scouten einen von den Stumpen mit rübernehmen, weil die sollen drüben auch verbleiben. Mein Ziel ist natürlich, dass wir später durch die Wüste gehen und den Tabechara zähmen, ne? Da haben wir auch wieder ein Flugtier. So, pass auf. Wie sieht denn das aus? Wer folgt denn dir alles? Vogel? Eigentlich nur der Rex, oder? Jetzt nicht mehr. Ich flieg mal rein, dann werden wir gleich sehen, ob was mitkommt. Nö, alles gut. So, Agi, du machst hier einen Zwischenstopp. Ich hol dich irgendwann, wenn wir zurück sind, dann ab. Mit wem willst du zusammen sein? So, ach, guck mal hier, der ist auch noch allein, der Dilofo. Da haben wir nie einen besorgt. Müssen wir noch machen. Habe ich in den Agi was was mit muss? Nö. Also, Agi, an den Futtertrog ist er angeschlossen. Jawohl, entspann dich. Sollen wir 2 Stumpen mitnehmen? Wir nehmen beide mit. Also, oder alle 3 gleich, dann wäre es erledigt. Traue ich mir das zu? Jetzt kommt erstmal der erste Test. Kann ich mit so einem Pederle hier überhaupt so ein Kombi tragen? Ich glaube, das ging, gell? Jupp, das ging. Das ging, Leute. Was machen wir mit denen? Die bleiben hier, die Kleinen hier. Die Überschusskombis nenne ich sie mal. Die Kollateralkombis. Jetzt gehen wir Eier zählen. Boah, ist hier die Hölle los. Ja. Die müssen alle mit, Leute. Die müssen alle mit. Oh Mann. Jetzt sehe ich erst wieder, was wir vorhaben. Ich mache Eier zählen. 1, 2, 3, 4, unten drunter 8, nebendran sind 10, 13, 16, 17, 18, 19. Die nächste Kombi-Runde bringt uns 20 in Worten. 20, Leute. 20 neue für die Truppe hier. So, Baba Vouch, jetzt pass mal auf. Ich nehme euch mal den Hitch weg, egal wie es gerade steht. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ich habe vergessen, dass die alle auf Wandern sind. Du musst die auf Folgen machen. Oh nee, das habe ich vergessen, Leute. Verhalten, Wandern deaktivieren. Ah, scheiße. Oh, ich lasse es drin, ne? Ist klar. Wandern deaktivieren. Wandern deaktivieren. Ich habe den Hitch weggemacht und dann ist die Wanderung los. Oh, Lego Mio. Wandern deaktivieren. Typischer Voucher-Moment. Da war wieder ein Gedanke, der gefehlt hat. Stopp, stopp. Stop in the name of love. Stopp, Kombi. Verhalten, Wandern deaktivieren. Der läuft auch noch. Folgen. Alter Schwede. Verhalten. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Ich nehme denen die Popper-Ding weg und die gehen voll ab. Stopp, Leute. Stopp, stopp. Stopp. Ja, folgt mir. Alterle, Verhalten, Wandern deaktivieren. Hallo, ich bin's, euer Voucher. Ich wollte mich mal kurz vorstellen hier. Ich bin der, der es nicht blickt. Was ist denn hier los? So, jetzt habe ich sie erstmal alle durchgepfiffen. Du wanderst doch noch hier. Komm mal her. Stopp. Stopp. Alterle. Volle Aufregung, voller Stress. Du wanderst doch auch noch, ich seh's dir doch an. Wandern deaktivieren, siehst du? Wie ist mit dir? Aktiviere Wandern. Wandern deaktivieren. Noch einer, der hier rumhüpfelt und müpfelt. Ja, was eine Aktion. Jetzt versperren sie mir hier den Weg. Okay, das ist jetzt nochmal. Was ist mit dem Dunklen hier? Kombi? Wandern. So, habe ich die jetzt alle eingefangen? Habe ich die jetzt alle eingefangen? War das mit U? Es war mit U. Stoppe mal. Folge. Warte mal. Der ist noch auf Wandern. Verhalten. Wandern deaktivieren. Bei dir traue ich nicht. Dir traue ich nicht. Nee, ist alles gut. So, dann lauft hier mal zu der Truppe. Das hier ist im Prinzip die Popper-Zentrale, ne? Sehe ich es richtig? Sind die jetzt alle auf die Wandern und auf die Folgen? Ja, ne? Der nicht? Wieso du nicht? Wieso du nicht? Leute, purer Stress und ein Haufen Zeitflöten. So, die muss ich natürlich dann alle noch einstellen. Ist klar, jetzt gucke ich mal, ob hier noch einer... Ist alles gut, ne? Ich zähle die mal kurz durch. Es müssten 9 Stück sein, oder? Also wenn es 8 anzeigt, hat immer der Kombi plus 8 weitere, dann sind es 9. Der Sammy ist dabei. Der Sammy ist dabei und... Wo ist denn der Baba Vouch? Der Oberpopper hier vom Dienst. Kombi. Den sehe ich nicht.
Den sehe ich nicht. Der Lorenz ist hier. Carsten. Ey, wo ist ein Papa Vouch? Alte Popmaschine, wo ist der hin? Wo bist du hin? Muss ich nachher genau drauf achten. Da muss ich nachher nicht wegen mir jetzt, ne? Hauptsächlich, weil er halt unser Zuchthengst ist. Sieht ihn jemand oder vielleicht übersehe ich es auch nur hier in dem Getümmel. Ich muss mal kurz untertauchen, nicht, dass der irgendwo klebt. Nicht, dass der da runtergeflogen ist und versauft gerade. Das wäre aber noch der einzigste Kombi. Das wäre der einzigste Kombi. Wenn der ersäuft, Leute, dann bin ich nicht traurig. Ich kann mich ja nachfarmen. Von euch hätte ich jetzt mehr Angst, dass einer drauf geht. Wir gucken nachher jetzt. Pass auf, Leute. Jetzt bringe ich mal die Eier raus, oder? Fangen wir mal mit irgendwas an. Mit irgendwas müssen wir anfangen. Ich lade mal die Eier draußen in den Kühlschrank. Pass auf. Nicht essen, alles Mögliche darfst du mit den Eiern anstellen, nur nicht futtern. So. Achtung, heiße Ware. Achtung, heiße Ware. Schwubbeldi und Kazüppelmubbeldi. Was eine Action auf einen Schlag schon. Ich hau sowas von um, Leute. Der Baba Vouch ist ausgebüxt. Den müssen wir jetzt gleich wieder suchen. Ich nehme extra die Kleinen mit den Stumpen jetzt, ne? Wir lassen den Agi hier, weil wir wollen ja tatsächlich mit den Stumpen. Nee, komm, mach's richtig. So. Ich gönn's euch zwar, aber ich will jetzt nicht wieder. Kostet ja alles Zeit. Kostet ja alles Zeit. So, meine Lieben. 20 Eier waren's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Die Eier sind eingelagert, Leute. Parenga, die Karotten hauen wir gleich dazu. Die Kartoffeln hauen wir gleich dazu. Den Hitch, würde ich sagen, packen wir da drüben in die Werkbank. In die Workbench, in die Workbench, in die Worky-Murky-Murky. Das können wir auch reinmachen. Das fliegt gleich wieder raus. Das machen wir rein und den Hitch machen wir rein. Wunderbärle, wie ist denn das mit dem jetzt hier noch? Wie ist es mit dir noch aufgestellt? Bist du noch fit mit dem Gewicht? Ja, super. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier den Indiana-Jones auf den Transporter. Super geklappt. Wenn man vor Schiss vorher abstoppt. Ich frage mich gerade, machen wir hier zu, ne, dass der Kombi jetzt da rauskommt. Stumpen. Transporter, Alter, wieso hast denn du mich jetzt hier abgeschmissen? Den müssen wir natürlich skillen, also die Tiere müssen wir gleich skillen. Hier sind normale Kombis. Ich gucke, ob ich den Baba Vouch hier irgendwo rumhüpfen sehe. Der muss ja irgendwo sein. Der muss ja irgendwo sein, Leute. Habe ich den Hitch weggezogen? Ich könnte so durchdrehen. Leute, ich habe den Baba Vouch da irgendwie. Ich hoffe, der ist nicht ersoffen. Ich hoffe, der ist mir nicht ertrunken. Ich guck nochmal. Simone, Spyro, Steam Dream Crossfire, Sansu. Wo ist der Kombi hin? Wo ist der Kombi hin? Ich muss mal so kurz gucken. Vielleicht hat er sich irgendwo versteckelt. Da vorne sieht es mir so aus, als ob irgendjemand sich versteckt hat. Nee. Ey, das gibt's doch nicht, dass der jetzt weg ist. Was ziehe ich auch dieses Scheiß jetzt raus? Können wir schon. Nee. Ich guck nochmal ganz akribisch durch jetzt. Kompi, 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 Semi, Kompi, Kompi. Hier ist er nicht dabei, Leute. Also ich würde mich jetzt schwer täuschen, wenn er hier dabei wäre. Das müssten dann auch alles Weibchen sein eigentlich, ne? Das sind alles die Weibchen, die keinen Namen haben, die wir zum Paaren genommen haben. Dass ich euch nicht untereinander da rumhüpfen lassen muss. Wäre bestimmt auch witzig geworden, klarer Fall. Nee. Sammy. Sammy bietet sich direkt an, hier einzuspringen. Das sehe ich schon. Einer ist abkauen. Die Treppen wird er nicht hoch sein, oder? Einer ist abkauen. Hier ist niemand. Ich gucke jetzt halt danach, ne? Kann jetzt das nicht rausschneiden. Ist mir ja schon wichtig, dass das nachher alles passt. Ja, ich lade sie ja sowieso einzeln ein. Wir werden, jetzt hole ich mal die Viecher rein, Leute. Dann bauen wir hier auf jeden Fall das Ding um. Der müsste ja dann theoretisch auf Wandern sein. Der ist bestimmt hier irgendwo reingeflogen und ist gestorben. Vouch. Baba Vouch. Hus hoch mir Wurstbiest, Baba Vouch. Wenn der jetzt hier gestorben ist, dann finde ich den nicht mehr. Dann ist der schon despawned, oder? Dann mache ich ihm einen Grabstein, dem alten Popper. Ja, wir machen ja eine neue Runde. Dann nehme ich eins der Männlein, die wir dann ziehen praktisch. Ist jetzt nur halb tragisch. Vielleicht sieht ihn ja jemand von euch. Wir gehen ja nicht heute gleich los. Jetzt pass auf. Weiter geht's im Takte. Was fehlt dir, Digga? Hunger? Dann musst du es sagen. Ich fütter ihn also tatsächlich auch immer erst, wenn er tatsächlich schreit, ne?
Leute, ich glaube, unser Zuchtkombi ist fort. Boah, aber ich weiß, so den einen oder anderen, der freut sich über so kleine Chaosaktionen ja auch. Ist euch vergönnt. Ich sag's, wie es ist. Ich freue mich über so Aktionen nur, weil ich weiß, dass ihr euch mitfreut. Hier ist er nicht abkauen, der Kombi, oder? Ich höre was laufen. Ah, die Bären. Also, jetzt pass auf. Wir defolgen jetzt mal alles, was hier in irgendeiner Form defolgbar ist. Y, Y, Y. Ich stelle die alle neu auf. Folgeabstand, Folgeabstand. Müsste erledigt sein. So, jetzt pack mal die Paraseer rein. Ich muss die jetzt nämlich gleich umbauen. Der schnellste ist es nicht, ne? Aber die sind halt auch gut aufgeladen. Ja, wir nehmen uns die Zeit, Leute. Das ist ja der Deal dieses Ausflugs. Komm mal hier durch bei denen. Die musst du gleich wegstellen. Sonst hänge ich da schon mit den Kombitaschen später fest. Die Alus, wo haue ich denn die geschwind hin? Einfach mal an den Rand, würde ich sagen, stelle ich die. So. Ah, jetzt ist aber von der Zeit her ganz gut. Die muss ich, geht gerade wieder draußen los. Muss ich ein bisschen schauen. Das kriege ich nämlich nicht rausgeschnitten. Mach mal kürzere Folgen. Ich will jetzt halt tatsächlich den Umbau noch gerne vorantreiben. Vielleicht machen wir das aber auch erst morgen. Das war umbauen. Dann laden wir die ersten Kombis zusammen ein. Dann werde ich wahrscheinlich einen Schnitt machen, bis die Verladung rum ist. Also wir werden nicht jeden einzelnen Kombi in der Folge. Es sei denn, es läuft locker. Müssen wir mal gucken. Jetzt bringe ich die erstmal zum Umbau hier rein, die zwei. So, meine Lieben. Wenn jemand den Papa Vouch sieht hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich ihn verloren habe, ob er gestorben ist oder ob er irgendwo noch dabei steht. Sagt mir gerne Bescheid. Damit ich da nochmal genau drauf hinziele. So, Trigler, ihr müsst jetzt erstmal kurz weg. Euch stelle ich mal hier dazu. Das ist mehr oder weniger, den Platz brauche ich gerade. Lumlilum, Triceratops, Triceratops, Triceratops. Perfekt, dann haben wir das weggeräumt. Du müsstest eigentlich hier kurz weg, mein Freund. Ich will das tatsächlich so richtig werkstattmäßig jetzt hier aufziehen. Pam. Okay. Ja, den stelle ich jetzt so hin. Den anderen, den hole ich jetzt in Stellen dahinter. Kriege ich hier... Der hat gar keinen Schwanz so lang, wo ich absteigen kann. Allerle. So. Ich gucke hier immer noch nach dem Kombi. Alter, die Axt. Ich muss mir das gleich nochmal anschauen, als ich den Hitch rausgezogen habe und entdeckt habe, was ich getan habe. Wahnsinnsgeschichte. Auf alle losgehopft. Jetzt stell dir mal vor, ich drücke hier aus Versehen, was war denn das? Was war denn das? J, glaube ich, mit alle Folgen. Bei den Kombis, wir drehen durch. Das darf ich nicht machen. Das darf ich auf keinen Fall machen. Das darf sich keiner heimlich wünschen, Leute. Bitte. So, der gefällt mir riesig hier. Der gefällt mir echt riesig mit seinem Dampfding da. Jetzt gucken wir mal, das kriegen wir schon hin. Ich überlege gerade, ob ich eine Rampe geschwind baue. Ei, das könnte man vielleicht machen. Das würde ich aber dann ein bisschen vorbereiten wollen. Wir haben nämlich keine... Jetzt singt es... Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt singt der Blödmann lauter da draußen. Als ob ich lauter rede, wie er singt da jetzt lauter. Hammel! Mann, muss man doch auch mal sagen. Ich bin auch aufnehmen für meine Leute. Alter Schwede. Macht der Dinge mit mir. So. Wenn ich nur wüsste, wo der Vouch ist hier. Der Arsch. Ist irgend... Was ist denn das hier? Wieso ist denn der gelb? Wieso ist denn da einer gelb davon? Wieso ist der hier gelb? Wieso bist denn du gelb? Kombi, Kombi, Kombi. Ich lese es, glaube ich, zum 10.000. Mal jetzt gerade. Vielleicht später, wenn sie verladen sind. Vielleicht macht es dann irgendwie, vielleicht sehe ich es dann erst. Weil normalerweise, entweder ist er hier unten halt jetzt erstickt oder er glitscht hier irgendwo rum. Die Eier haben wir verladen, da ist alles gut. Hätte ich gar nicht so machen müssen, weil wir sind ja tatsächlich mit den Tieren jetzt hier drin. Hier habe ich ein Geräusch gehört. Bist du hier irgendwo? Ah ne, dann müsste ich es ja so sehen, ne? Das sind... Hey, wie viele Tiere wir hier drin haben? Das erschrickt mich schon. Hey, ich gehe davon aus, der ist weg. Der ist einfach tot. Jetzt pass auf. Ich kann sie jetzt natürlich einzeln reinfliegen. Aber jetzt mache ich erstmal das eine, was ich vorgehabt habe. Ich will es tatsächlich umbauen. Und zwar höher. Das heißt, das kann weg. Das kann weg. Und die Dinger muss ich jetzt gleich nochmal verbauen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir bauen schon mal den ersten um, dann wisst ihr Bescheid, was morgen noch weitergeht. Pistole weg. Wie ist denn das jetzt, wenn ich das jetzt so reinbaue, Leute?
und jetzt untenrum den Kranz wegnehmen, platzt mir das dann runter? Glaube nicht, gell? Nee, nee, das sieht gut aus. Das schaut gut aus. Perfekt. Also, dann haben wir Ebene 1 Kombis rein. Dann mache ich einen Deckel drauf, Ebene 2 Kombis rein. Deckel drauf, Kombis rein. Dann haben wir drei Ebenen. Das sind dann ungefähr, ja, sagen wir mal 6, 12, 18, 20 Kombis. Da drüben 20, bei dem bauen wir nämlich jetzt auch um. Hier habe ich es schon tatsächlich rangemacht, genau. Weil es nicht anders ging, aber. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir auch weg. So, alles klar. Ja, super. Lass uns doch mal ganz kurz gucken. Ich verlade jetzt mal die Kollegen hier geschwind. Mal schauen, wie aufwendig das jetzt wird. So. Da wäre jetzt der Tabechara ideal gewesen für die Aktion. Weil mit dem auf Ort und Stelle jetzt fliegen können. Aber den wollte ich jetzt nicht mit rübernehmen. Warum auch immer schon wieder. So, das läuft jetzt dann eigentlich so ab, dass ich hier... Guck dir das an. Den Mistkäfer. Guck mal. Was ich aber auch machen kann, Leute, das ist, glaube ich, besser als mit dem Vogel hier Kunststücke. Wir machen den Benno. Wir machen den Benno. Wo kann ich denn den Benno kurz hinmachen? Benno, Achtung. Benno. Alles klar. Benno dürfen wir nicht vergessen mitzunehmen. Und dann kann ich doch den Kombi jetzt hier so nehmen und reinschmeißen, oder? Ja. Ja, es geht. Das einzigste Problem ist hier beim Absteigen. Aber da kann ich mir doch kurz einen Dreieck unterstellen, oder? Ja, Leute, das werden wir schon hinkriegen. Bisschen komplex ist es vielleicht. Aber so geht's jetzt schnell. So geht's jetzt schnell. Weil jetzt brauche ich nur hinlaufen. Das mache ich einfach offscreen. Ihr müsst nicht bei jedem Kombi dabei sein. Sammy, du gehst natürlich mit. Du gehst natürlich mit, mein Alterle. Wird Zeit für dich. Neue, dass du ein bisschen was Neues siehst. Da kam ja noch nicht wirklich viel raus, ne? Stumpen muss ich gleich wegbringen hier. Komm, flieg den mal weg. Das hat keinen Wert. Ja, ich hab das ja noch nie gemacht, ne? Also wenn jetzt hier ein bisschen holprig das dem einen oder anderen vorkommt, liegt es einfach daran, dass ich keinen Plan habe, was ich hier tue. Und sich der Plan gerade findet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es dann halt hier super eng wird. Okay, pass auf. Zweite ist drin. Ist das geil. So, dann immer hier schön aufs Dreieck. Pam, pam. Die machen wir jetzt zusammen weg noch und dann mache ich aus für heute. Morgen werde ich dann wahrscheinlich schon verladen haben. Ihr seht ja jetzt, wie ich es anstelle. Müssen wir nicht jeden einzelnen Kombi sehen. Beim Ausladen werden wir unten einfach den Deckel dann wegreißen. Das wird cool. Oh oh. Entschuldigung. Jo, Entschuldigung, mein Freund. Ich könnte mir es natürlich jetzt auch einfach machen. Ich habe nur Angst, wenn ich das wegmache, Leute. Es kann sein, die komplette Tasche hängt an dem Ding fest. Deswegen mache ich es mir gerade komplizierter, als es vielleicht jetzt machen müsst. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Wenn ich das nämlich abreiße da unten, dann können wir den ganzen Mist nochmal aufbauen, da habe ich echt keinen Bock. Lieber mache ich es mir ein bisschen komplexer hier und am Ende ist alles verstaut. So. Ist bis jetzt aber noch kein Baba Vouch dabei gewesen, der ist echt abhanden. Alter, jetzt bin ich mir selber davongelaufen. Das ist auch geil, das habe ich auch noch nie gehabt. Ich bin mir selbst davongelaufen. Das einzige Problem hier ist tatsächlich, siehst du, wenn ich so weit vorgehe. Ah, dann gehe ich einfach ganz vor. Oh, wir kriegen mehr rein pro Tasche. Wir hätten wahrscheinlich gar keine zwei Taschen gebraucht, Leute. Bleibt noch kurz dran, wer will. Also, ich mache jetzt nichts mehr anderes in der Folge, falls einer los muss, als die Kombis jetzt hier noch einzuräumen. Und morgen geht es dann weiter mit eingeräumten Kombis. Dann ziehen wir los, ne? Ist es besser, Leute, so, wenn die Taschen oben hängen? Ja, ne? War ein toller Hinweis auch von euch. Ich habe selber auch drüber nachgedacht zwar, aber ihr habt gesagt, macht ihr das so. Ich glaube, das war gescheit. Danke an der Stelle, ne, dass ihr da so mitfiebert. Das hilft uns insgesamt komplett. So, wo ist es? Trikey Mikey? Trikey Mikey. Mike wäre auch ein geiler Name für einen Trike. Heute habe ich voll den Namensflash. Da sehe ich den Willi. Der Willi will mit. Der kommt nachher in die andere Tasche. Also dann können wir es so trennen. Das können wir machen. Wir machen in den anderen Paraseer die Community-Kombis. Was ist mit dem jetzt? Warum eierst du? Habe ich ihn überhaupt geschnappt? Jo, der ist auf meinem Buckele. Oh, das ist halt blöd. Der ist drin, ne? Alles klar. Was eine komplexe Aktion. Wir hätten, aber ich habe ja damals noch nicht gewusst, dass es so eine coole Höhle gibt. In der. Der ist rausgeglitscht, ne? Das war. Siehst du, jetzt geht's los. Da ist der erste schon rausgeglitscht. Ich überlege, ob es Sinn macht, jetzt Decken schon reinzuziehen, wenn da einer rausglitscht. Viel mehr würde es Sinn machen, wenn ich es schaffen würde, von da hinten reinzuschmeißen noch. Ja, perfekt. Wieso guckt denn der Paraseer hier rein?
Guck mal, wie sie sich ausrichten. Siehst du den? Der glitscht auch raus, wenn wir Pech haben. Oh Leute, ob das was wird, kann ich nicht sagen. Ich kann sie mal besser verteilen kurz. Warte mal. Oh oh. Oh oh. Gewicht. Oh, das trifft sich gut, dass wir gerade Gewicht bekommen. Nicht freuen, Alter. Nicht freuen. Du machst mir alles leer hier. Schüttel mir bloß keine Kombis raus. Shake the body, body. Shake your body, body. Leute, ich mache aus an der Stelle. Ich versuch's mal zu verladen. Ja, wir machen dann morgen an der Stelle weiter. Vielleicht werden wir die letzten zusammen einladen. Ich sehe jetzt leider, leider, leider den einen Kombi nicht mehr. Der Vouch, ne? Der Vouch ist weg, Popper-Maschine. Habe ich den vielleicht eingesammelt mit dem Hitch? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, das machen wir jetzt noch kurz, die Ebene reinziehen. Ich muss ja nicht übertreiben, pass mal auf. Gehen wir mal ganz kurz Tiere durchschauen. Ah, zwei von denen brauche ich. Perfekt, hoch, aus und... Kann natürlich unnötig komplex werden. Kann natürlich unnötig komplex werden. Die Idee, die ich jetzt einfach hatte, war... Dass ich so mache, ne? Dann kann ich nämlich hier welche draufsetzen. Dann ist einfach nochmal ein zusätzliches Fundament, Ebene, wie man es nennen will, drin, wo die draufstehen können. Alles, was uns halt rausklitscht, müssen wir nachträglich wieder reinsetzen, halt oben drauf. Alles klar, Leute, ich bin gespannt, ob diese Aktion was wird. Im schlimmsten Fall werde ich wirklich jeden einzelnen Kombi hinfliegen müssen, ne? Oder halt zu Fuß auf Folgen machen und langsam. Müssen wir mal gucken, wie es wird. Ich habe ja die Möglichkeit zu schneiden auch, wenn es zu langweilig wird. Aber das habe ich ja bis jetzt immer schon irgendwie geschafft, dass die Folgen einigermaßen vom Ding her waren. Jetzt geht's hier weiter. Ich zeige es euch noch. Das ist der letzte, den wir zusammen machen. Dann verlasse ich euch für heute. Freue mich allerdings jetzt schon auf den Tag morgen, wenn es hier weitergeht. Was ich offscreen machen kann, mache ich ansonsten zusammen. Ne? Siehst du? Ebene 2. Bumm, da kommt wieder ein Deckel drauf. Die letzten, hier eine Mauer und dann haben wir das Ding eingeräumt. So in etwa stelle ich es mir vor. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte hier weitergeht, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Habt einen wunderschönen Abend noch. Ich freue mich auf die Runde morgen. Dann geht es hier weiter zur üblichen Uhrzeit mit der Daily Dosis. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann.